Glitch Nummer 1 befindet sich bei Firebase Z am Hof, und zwar direkt am Spawn hier. Ihr müsst aus der Distanz hier hochspringen. Während ihr klettert, müsst ihr dann die Taste zum Zurücklaufen drücken, sodass ihr ein kleines Stückchen zurückläuft, und danach versammeln sich die Zombies unter euch. Ich zeige euch das Ganze noch einmal. Also aus der Distanz hinspringen. Während des Kletterns drückt ihr dann die Taste, um nach hinten zu laufen. Geht so ein kleines Stückchen nach hinten und dann versammeln sich die ganzen Zombies unter euch. Das war's mit Glitch Nummer 1. Wir gehen direkt weiter zu Glitch Nummer 2. Glitch Nummer 2 ist bei der verbrannten Verteidigung, und zwar hier hinten an den Sandsäcken. Ihr springt da drauf aus der Distanz wieder, dann geht ihr so ein kleines Stückchen zurück, und wenn ihr das dann gemacht habt, dann versammeln sich auch hier die ganzen Zombies unter euch. Dieser Glitch ist sehr einfach, jedoch schießt euch der Mangler darunter, wenn er kommt. Also Leute, passt auf, ich würde diesen Glitch eher nehmen, um ein bisschen AFK zu gehen. So, gehen wir nun zu Glitch Nummer 3. Glitch Nummer 3 befindet sich auch bei der verbrannten Verteidigung, und zwar hier unten bei den Sandsäcken. Hier springt ihr auch aus der Distanz hoch, und während ihr klettert, geht ihr so ein kleines Stückchen zurück, Leute. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann versammeln sich die ganzen Zombies unter euch. Wenn nicht, werfen die euch ab oder kommen hier vor euch. Wenn ihr das aber richtig gemacht habt, dann werfen die euch nicht mehr ab, dann kommen die alle unter euch, Leute. Ich zeige euch das nochmal in Zeitlupe, wie das geht. Also aus der Distanz springt ihr dahin und klettert hoch. Und während ihr klettert, drückt ihr die Taste, um nach hinten zu laufen. So ein kleines Stück, damit ihr ein bisschen nach hinten kommt. Und dann sollten sich alle Zombies wirklich unter euch versammeln. Der nächste Glitch befindet sich in der steinigen Verteidigung. Hierfür müsst ihr nach unten zu diesen Sandsäcken, und der Glitch funktioniert wie der vorige. Aus der Distanz hochspringen, beim Klettern pusht ihr so ein kleines bisschen zurück. Also lauft ihr so ein kleines bisschen zurück, und dann versammeln sich auch hier alle Zombies unter euch. Der nächste Glitch befindet sich im Helipad, und zwar funktioniert er auch so wie der letzte Glitch. Und zwar müsst ihr vor euch aus der Distanz hier oben drauf springen auf diese Kiste, und während ihr klettert, lauft ihr so ein kleines Stückchen zurück, und dann versammeln sich die ganzen Zombies auch unter euch. Es kann auch mal sein, dass die so von der Seite kommen, aber kein Problem, die Zombies gehen dann wieder weg und stellen sich vor euch. Jedoch kann der Mangler hier, wenn er aus der Distanz ist und auf euch schießt, euch hier runterschießen. Der nächste Glitch befindet sich auch hier, und zwar gegenüber von dem davor. Ihr geht hier hin, springt aus der Distanz auf diese Munitionskisten, und während ihr klettert, geht ihr so ein kleines Stückchen zurück, und dann versammeln sich die Zombies auch unter euch. Der nächste Glitch ist der unendlich C4 Glitch, und zwar braucht ihr hierfür ein C4, dann wirft ihr den C4 auf den Boden, hebt es auf, und direkt nachdem ihr die Aufheben-Taste gedrückt habt, schießt ihr einmal drauf, dann geht dieses C4 in die Luft, jedoch habt dieses C4 noch im Inventar. Jedoch müsst ihr hierfür erstmal euer Interagierverhalten auf Tippen stellen, sodass ihr immer nur einmal Tippen braucht, um irgendwas zu benutzen oder aufzuheben. Den Glitch könnt ihr auch super mit Pile-Ups kombinieren, so wie mit dem Pile-Up hier. Und zwar springt ihr hier aus der Distanz oben drauf in diese Ecke an der Absturzstelle, und dann sollten eure Füße schweben. Falls ihr runterrutscht oder eure Füße nicht schweben, dann geht einfach wieder runter und versucht nochmal drauf zu springen. Und hier könnt ihr dann wieder warten, bis die Zombies kommen, und danach das C4 werfen. Und wenn dann die Zombies bei euch sind, dann hebt ihr das C4 auf, und nachdem ihr die Taste zum Aufheben gedrückt habt, schießt ihr drauf. Dann geht das C4 in die Luft, und ihr habt es doch im Inventar. Der nächste Glitch ist der Godmode Glitch auf Firebase Z. Der ist der beste Glitch zurzeit, den es gibt hier auf Firebase Z oder allgemein jetzt in Zombies, würde ich jetzt sagen. Und zwar braucht ihr hierfür das Grabstein-Perk und einen Kollegen. Dann lasst ihr euch down gehen, Leute. Ihr müsst aber vorher einmal Strom aktiviert haben, sodass ihr die Sprungflächen benutzen könnt. Wenn ihr dann down seid, dann aktiviert euren Grabstein und lauft zu so einem Sprungfeld.
Ihr müsst euer Interagierverhalten auf Tippen erstmal umstellen, sodass ihr nur einmal tippen braucht, um etwas zu benutzen. Dann wartet ihr, bis eure Lebensanzeige komplett ausläuft. Und kurz bevor die Anzeige komplett weg ist, spammt ihr die Taste, um das Sprungbrett zu benutzen. Dann seht ihr, dass ihr einmal kurz in die Luft fliegt und ihr seid komplett tot. Euer Kumpel muss jetzt die Runde beenden und wenn ihr in die nächste Runde einsteigt, dann seid ihr unverwundbar im God-Mode. Aber am besten ist es, wenn euer Kumpel die Runde im Hof beendet, also am Spawn beendet, weil wenn ihr dann zurück ins Game kommt, dann seid ihr auch im Spawn und dann kann euer Kumpel zum Beispiel auch in den God-Mode gehen und ihr könnt dann nach oben gehen und das Hasen-Easter Egg machen, weil wenn ihr erstmal im God-Mode seid, dann könnt ihr nicht die Teleporter benutzen bzw. zum Punchen dann rüber gehen, aber wenn ihr das dann so macht wie ich, dann kann euer Kumpel auch erst reingehen und ihr könnt dann hier unten, der den ersten God-Mode gemacht hat, diesen Hasen-Easter Egg aktivieren. Und nach diesem Easter Egg, wenn ihr alle drei lilanen Hasen abgeschossen habt und die goldene Kiste geöffnet habt, werdet ihr ja wieder zurück ins Game teleportiert bzw. zurück zum Hof und dann könnt ihr auch wieder die Teleporter benutzen. So, kommen wir zum nächsten Glitch. Der nächste Glitch befindet sich im Packer-Punch-Raum auf der Karte Die Maschine. Und zwar müsst ihr hierfür nach unten gegenüber der Werkbank. Hier aus der Distanz springt ihr auf diesen Metallkäfig drauf. Und während ihr klettert, drückt ihr die Taste, um nach hinten zu laufen, sodass ihr ein kleines Stückchen zurückläuft und die Zombies versammeln sich unter euch. An diesem Spot können euch, falls ihr den Strom eingeschaltet habt, die Hunde angreifen und der Megatron kommt auch. Ihr könnt an diesem Spot auch natürlich den C4-Glitch benutzen, um zu leveln. Hierfür würde ich euch dann empfehlen, den Strom auszuschalten, damit die Hunde nicht kommen. Und falls der Megatron dann kommt, dann könnt ihr ihn ja mit eurem Feuerring töten. Der nächste Glitch ist der leichteste Giftpflanzen-Glitch überhaupt. Und zwar geht ihr hierfür erstmal in die Krankenstation, springt aus der Distanz hier auf diesen Kanister drauf und während ihr hochklettert, drückt ihr die Taste, um nach hinten zu laufen, sodass ein kleines Stückchen nach hinten läuft und dann versammeln sich die ganzen Zombies unter euch. Macht das am besten am Ende einer Runde so wie ich. Ich habe in Runde 6 alle getötet und jetzt in Runde 7 werde ich jeden Zombie, der spawnt, unter mir erstmal versammeln, sodass wir dann den Giftpflanzen-Glitch benutzen können. Ihr seht auch an der Minimap, die sich immer wieder aktualisiert, an den roten Punkten, ob die ganzen Zombies bei euch sind. Wenn dann alle Zombies da sind, dann geht ein, zwei Schritte zurück, Leute, nur ein, zwei Schritte und aktiviert dann eure Giftpflanze. Wie ihr seht, sterben dann die Zombies, während die versuchen hochzuklettern an der Giftpflanze und die Giftpflanze bleibt dann für immer dort. Als nächstes müsst ihr geduckt hier in diese Ecke, wo ich hingehe, also schaut euch das genau an, Leute, das ist wichtig, weil sonst kommen die Zombies hinter euch. Also duckt euch und stellt euch so hin, wie ich hier jetzt stehe, in diese Ecke. Weil wenn ihr so steht, dann kommt auch der Megatron nicht, solange ihr den Boden nicht berührt und die Zombies kommen auch nicht hinter euch. Falls ihr das Problem habt, dass euch angezeigt wird, dass ihr die Giftpflanze nicht platzieren könnt, dann liegt das daran, dass ihr zu weit nach hinten gelaufen seid. Wie gesagt, Leute, ein, zwei Schritte nach hinten reichen. Der nächste Glitch ist auf Ausbruch der Solo-God-Mode und dieser Glitch funktioniert nur mit dem Controller, Leute. Also mit dem PlayStation-Controller, mit dem Xbox-Controller konnte ich es nicht testen, weil ich keinen habe. Ihr braucht den Helikopterschützen, dann geht ihr zu so einem Teleporter und fährt rein und genau nachdem ihr reingefahren seid, drückt ihr dann die rechte Steuerkreuztaste, sodass ihr dann euren Helikopterschützen aktiviert. Also ich zeige euch das nochmal, ihr nehmt ein Auto, fahrt in diesen Teleporter rein und wenn ihr reingefahren seid, drückt ihr die rechte Steuerkreuztaste und aktiviert euren Heli. Dann werdet ihr die Heli-Animation haben und während ihr teleportiert, seht ihr nochmal dieses Fadenkreuz vom Heli. Und wenn ihr das dann habt alles, dann hat es geklappt. Und ihr kriegt keinen Schaden von Zombies, Granaten oder sonst was. Und die Zombies sehen euch nicht mehr. Ihr seid komplett unsichtbar für die. Was ihr hierdurch allerdings nicht machen könnt, ihr könnt eure Feldausrüstung nicht aktivieren und keine Granaten werfen. Und falls ihr die Mission habt mit den Kanistern, dann lasst es am besten auch sein, macht es diese Runde nicht, beziehungsweise einer sollte sichtbar sein, weil ihr könnt mit diesem Unsichtbarkeitsglitch den Kanister dann nicht auffüllen. Den Glitch von gerade könnt ihr natürlich auch mit eurem Kumpel machen, das ist sogar noch einfacher. Und zwar geht euer Kumpel hier auf den Quad und ihr habt dann einen Helikopterschützen. Was ihr jetzt machen müsst, ihr stellt euch vorne auf diesen Quad bzw. auf dieses Fahrzeug, egal was für ein Fahrzeug es ist, stellt euch vorne darauf und aktiviert euren Heli.
Dann, wenn ihr euren Heli aktiviert habt, sagt ihr eurem Kumpel, dass er schnell da reinfahren soll. Und wenn er das dann macht, dann kriegt ihr die Teleport-Animation und habt noch dieses Fahnenkreuz vom Heli da. Wenn ihr dann wiederkommt, dann seid ihr wieder unbesiegbar bzw. unsichtbar für die ganzen Gegner. Ihr kriegt gar keinen Schaden, ob es jetzt Fall Damage ist oder Hundegas. Halt gar keinen Damage. Jedoch müsst ihr beachten, dass ihr diesen Glitch jede Runde nochmal neu machen müsst. Also wenn ich jetzt von Runde 4 in 5 kommen würde, müsste ich das in Runde 5 noch einmal machen. Der nächste Glitch ist auch auf Ausbruch, und zwar wie man das Inventar seines Kollegen verdoppelt bzw. seine Waffen. Ich drop meinen Kollegen jetzt meine PPSH, er hebt meine PPSH jetzt auf gegen seinen Granatenwerfer und hat danach im Inventar meine PPSH und seinen Stoner LMG. Als nächstes müsst ihr die Mission der Runde beenden, sodass ihr in die zweite Runde teleportieren könnt. Ihr könnt damit jede Waffe verdoppeln, Leute, wirklich jede, auch die Wunderwaffe mit aufsetzen. Als nächstes bringt sich die Person um, die die Waffen nicht hat, die verdoppelt werden müssen, also in dem Fall bin ich das. Ich will ja, dass die Waffen von meinem Kumpel verdoppelt werden jetzt. Wenn ihr dann down seid, dann wartet ihr, bis ihr kurz vorm Ausbluten seid und dann aktiviert euer Kollege das Portal, sodass ihr in die Runde 2 teleportiert werdet. Ihr müsst es akzeptieren und dann ausbluten. Wenn ihr dann nun in die zweite Runde teleportiert werdet, dann lebt ihr wieder und zwar habt ihr auch dann die Waffen eures Kollegen im Inventar. Wie ihr seht, habe ich jetzt die Stoner und die PPSH in der Hand, also das Inventar von meinem Kollegen. Hätte er jetzt eine Wunderwaffe gehabt, dann hätte ich jetzt auch die Wunderwaffe gehabt und ja, das war's mit dem Glitch. Der nächste Glitch ist mein Lieblingsglitch und zwar pusht ihr so am schnellsten die Runden. Lasst hierfür 2-3 Zombies am Leben und bringt die hinter euch her und legt euch dann hier vor diesem Kanister an der Absturzstelle. Was ihr jetzt machen müsst, ihr wartet, bis ihr euch hitten, haltet die Taste nach vorne, um nach vorne zu laufen, gedrückt. Dann müsst ihr ganz schnell ducken und liegen drücken, also ganz schnell ducken und hinlegen, sodass ihr unter die Map kommt. Wenn ihr dann unter der Map seid, dann müsst ihr so ein bisschen kriechen, sodass ihr runterfallt. Manchmal kann es sein, dass ihr ein bisschen festhängt. So, wenn ihr dann runterfallt, dann kommt ihr hoch und lauft den Weg, den ich laufe. Hier müsst ihr euch wieder hinlegen, sodass ihr da durchkommt und hier legt ihr euch auch wieder hin. Wenn ihr dann hier seid, dann müsst ihr am besten erstmal eure Heilaura auf Stufe 5 haben und auffüllen. Ich würde euch empfehlen, macht das vorher schon auf Stufe 5, ist viel einfacher. Dann klettert hier drauf, wo ich drauf gehe und ihr könnt ihr nämlich Juggernaut holen. Ist auch ganz wichtig, sodass ihr das Ganze gleich schafft. Wenn ihr eure Heilaura dann voll habt, dann nehmt den Weg, den ich nehme. Also guckt hier auf diesen Baum, lauft da geradeaus durch und dann schaut nach rechts. Geht hier drauf und lauft dorthin, wo ich hinlaufe. Wenn ihr hier oben seid, aktiviert eure Heilaura, denn in diesem Strahl stirbt ihr nicht. Jetzt müsst ihr so zurück und nach vorne, sodass ihr hier auf diesen Tunnel klettert. Macht es so wie im Video. Und wenn ihr dann da oben seid, geht nach unten durch den Tunnel und kauft direkt links die Tür auf. Ganz wichtig, Leute, lasst rechts die Tür zu, das ist sehr wichtig. Und wenn ihr wieder hoch zum Tunnel geht, ist eine Barriere dort und ihr kriegt Damage. Lasst auch den Strom aus, weil dann kommen keine Hunde und ihr könnt wirklich AFK gehen und die Runden sehr schnell pushen. Wechselt nun zu eurer Giftpflanze. Das geht, indem ihr auf Options drückt, Klasse wechseln und irgendeine Klasse nimmt mit Giftpflanze. Dann wechselt sich eure Feldausrüstung instant. Wenn ihr dann hier an dieser Tür steht, bzw. dahinter steht, dann spawnen alle Zombies vor euch. Aber wenn ihr dann zu weit nach vorne läuft oder zu weit nach hinten, kommen die Zombies auch von hinten und die spawnen nicht mehr so schnell. Also bleibt direkt hinter der Tür, so wie ich hier stehe, dann kommen die wie gesagt von da vorne. Als nächstes füllt ihr eure Giftpflanze auf, sodass ihr mindestens 2 Ladungen habt. Wenn ihr dann 2 Ladungen habt, dann traint die ganzen Zombies erstmal hier in diesem Bereich. Das kann ein bisschen schwer werden, Leute. Aber sollte eigentlich in diesen Low Runs noch gut klappen. Wenn ihr dann alle Zombies habt, dann lasst euch down gehen, Leute. Und wenn ihr dann down seid, dann holt euch nicht direkt hoch. Wartet, bis die Zombies wieder zum Spawn laufen. Und wenn alle Zombies dann dort beim Spawn sind, dann lauft so ein kleines bisschen näher dran zu denen, so wie ich es tue, und holt euch hoch. Wenn ihr euch dann hochholt, aktiviert ihr direkt eure erste Giftpflanze. Dann zählt bis 3 und aktiviert eure zweite Giftpflanze. Wenn ihr das dann macht, steht da Platzierung nicht möglich und diese Giftpflanze, die dort gespawnt ist, wird für immer da bleiben. Ihr müsst noch die restlichen Zombies der Runde töten, sodass ihr in die nächste Runde kommt, damit ihr auch vernünftig wieder in diesen Glitch-Spot rein könnt. Wenn ihr dann die ganzen Zombies der Runde getötet habt, dann geht wieder zurück zu unserem Spot. Und zwar ist das hier hinten an der Tür gewesen, Leute.
Genau, stellt euch so hin, wie ich hier stehe. Wenn ihr dann nämlich so steht, dann spawnen die ganzen Zombies alle dort unten. Die spawnen sehr schnell, jedoch kommen sie da nicht raus, weil sie vorher an unserer Giftpflanze sterben. Wenn ihr den Strom auslasst, dann kommen auch keine Hunde, die euch töten können. Und wenn ihr auch so stehen bleibt wie ich und nicht zu weit nach vorne oder nach hinten läuft, dann kommt der Megatron auch nicht. Der spawnt zwar, aber der kommt nicht zu euch. Also das heißt, ihr könnt einfach weggehen und AFK dann sehr schnell die Runde nicht spielen. Falls ihr Probleme habt und das mit einem Leben nicht hinbekommt, dann könnt ihr auch den 99 Leben Lobby Glitch benutzen. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt auch noch einmal. Ich zeige euch das aus der Sicht des Spieler 1, in dem Fall bin ich das. Ihr geht auf eigene Spiele, auf Spielregeln bearbeiten und auf Einstellungen. Spieler 2 befindet sich in der ganz normalen eigenen Spiele-Lobby, ohne auf Einstellungen zu klicken, und sendet euch eine Einladung. Ihr geht mit dem Controller auf die Einladung drauf, jedoch nimmt ihr sie noch nicht an und wartet auf eine zweite Einladung von Spieler 2. Wenn die zweite Einladung dann gekommen ist, dann nimmt ihr die erste mit X an und spammt dann Dreieck die ganze Zeit, sodass wieder dieses Bild kommt mit der Einladung. Dann klickt ihr auf Spielerdetails ansehen und Spieler 2 geht dann mit euch zurück, also macht Verlassen mit Party zusammen, und dann verlässt er ohne Party. Ihr habt dann wieder dieses Fenster hier. Nun ist Spieler 2 im Mehrspielermenü und sendet euch dort noch einmal eine Einladung. Ihr macht das Ganze wie vorher auch. Auf die erste Einladung, die ihr bekommt, geht ihr drauf, wartet auf die zweite Einladung. Sobald die zweite Einladung da ist, nimmt ihr die erste an und spammt wieder Dreieck, sodass ihr wieder dieses Fenster mit Spielerdetails bekommt. Klickt dann auf Spielerdetails. Und wenn ihr das dann gemacht habt, sagt die Spieler 2, er soll noch einmal verlassen mit Party zusammen und danach ohne Party. Spieler 2 ist jetzt im Hauptmenü und wir machen das Ganze noch einmal. Er sendet euch im Hauptmenü noch eine Einladung. Ihr geht mit Dreieck auf die erste Einladung drauf, nimmt noch nicht an. Dann wartet ihr, bis die zweite Einladung kommt. Nimmt die erste an und spammt wieder Dreieck so, und geht auf Spielerdetails ansehen. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann geht Spieler 2 auf Zombies rüber. Und wenn er dann auf Zombies rüber geht, dann kriegt ihr dieses Einstellungsfenster. Nun müsst ihr einmal nach rechts klicken auf Spieler, dann Eliminator. Und hier seht ihr den Selbstwiederbelebungszähler, den macht ihr komplett hoch. So, wenn ihr den dann komplett hoch gemacht habt auf 99, dann macht am besten, so wie ich, geht von 99 auf 98, von 98 auf 99. Also macht immer ein vor und ein zurück, bis ihr ins Spiel joint. Spieler 2 muss jetzt nämlich auf ein privates Zombiespiel und die Map auswählen, die ihr spielen wollt. In unserem Fall ist das die Maschine. Also er geht auf privat, die Maschine startet und verlässt das Spiel alleine. Wenn er dann alleine verlassen hat, dann joint ihr in das Spiel rein, und wenn ihr dann ins Spiel rein joint, dann habt ihr 99 Leben. Wie ihr seht, hat mein Kumpel jetzt verlassen und ich join in das Game rein. Euer Kumpel kann danach wieder nachjoinen oder je nachdem wie viele Leute halt rein wollen, die können alle wieder reinkommen und die haben dann alle 99 Leben, Leute. Euch werden dann in-game angezeigt, dass ihr nur 3 Leben habt. Das ist ein Grafikbug. Ihr habt genauso viele Leben, wie ihr vorher eingestellt habt. Das war's dann auch mit diesem Glitch und machen wir weiter mit dem nächsten Glitch. Der nächste Glitch ist der Truck Pileup, und zwar geht ihr hier auf den Truck drauf, dann müsst ihr nach vorne und zurücklaufen gegen diesen Pfeiler hier. Das macht ihr dann so lange, bis ihr nach oben gepusht werdet und eure Füße anfangen zu schweben. Also lauft zurück und nach vorne, und wenn eure Füße dann schweben, so wie bei mir, dann versammeln sich die ganzen Zombies auch vor euch. Dieser Glitch, der funktioniert schon sehr lange, beziehungsweise den gibt es schon sehr lange und der wird immer noch nicht gepatcht. Ich würde euch empfehlen, nehmt hier auch den Feuerring mit, denn der Megatron kann euch hier töten. Also wenn der Megatron kommt, aktiviert euren Feuerring und macht den ganz schnell down. Der nächste Glitch, Leute, ist ein Glitch, für den ihr einen Freund braucht, um euch die Social Distancing Visitenkarte freizuspielen. Diese Visitenkarte bekommt man, wenn man Runde 1 bis 20 überlebt, ohne einen einzigen Schaden bekommen zu haben. Hierfür braucht ihr euren Ätherschleier auf Stufe 3, glaube ich, war das, sodass ihr, wenn ihr den aktiviert, nach vorne teleportiert werdet. Danach geht ihr hier zum Feldlazarett und stellt euch hier an diese Tür, so wie ich mich hinstelle. Wenn ihr dann hier so steht, dann guckt hier Richtung Fenster und aktiviert euren Ätherschleier und ihr werdet dann hier out of map teleportiert. Ihr müsst jetzt einfach den Weg lang laufen, wo ich hinlaufe, so ganz weit weggehen, weil es kann sein, dass sonst die Zombies Fleisch auf euch werfen und ihr Schaden bekommt. Aber wenn ihr dann so weit weg seid wie ich,
dann könnt ihr einfach hier chillen und euer Freund muss euch jetzt einfach carryen und bis Runde 20 dann spielen. Wenn er dann bei Runde 20 ist, bekommt ihr dann die Social Distancing Visitenkarte und habt sie dann auch. Das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao, bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Stream.